Ich spreche jetzt mit Dr. Werner Rügemar über die Abschaffung von Werkverträgen in der Fleischindustrie. Diese hat die Bundesregierung im Mai 2020 ziemlich überraschend in Aussicht gestellt. Werner, du kritisierst die Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, die er in der Bundesregierung durchsetzen konnte, um Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie abzuschaffen. Sie seien halbherzig und fadenscheinig. Warum? Ja, zunächst mal, dieser Arbeitsminister oder diese Bundesregierung ist in dieser Sache unglaubwürdig. Denn schon, sehen wahrscheinlich, haben es alle vergessen, aber 2017, auch wegen Kritik, hat diese Bundesregierung schon mal ein Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischindustrie beschlossen. Und das hatte den gegenteiligen Effekt. Da gab es dann noch mehr Werkverträge. Und weitere Umgehungen sind natürlich in Deutschland völlig legal. Wir kennen ja das eingeführte Instrument der sachgrundlosen Befristung. Das heißt, ich kann jeden Menschen in Deutschland für eine vom Unternehmer aus definierte Arbeitszeit einstellen. Da brauche ich nicht begründen, warum es nur ein halbes oder ein Jahr oder zwei Jahre gilt. Welche Rolle spielt die Europäische Union bei der Ausbeutung von Wanderarbeitern? Wir bewegen uns jetzt auf ein schwieriges und auch zähes und auch ein bisschen öde wirkendes Feld, nämlich sowas wie das Entsendegesetz. Das ist gar nicht so schwierig, weil die Europäische Union fördert ja seit ihrem Beginn, und zwar schon seit den 1950er Jahren in ihrer ersten Vorform, in der ersten Institution, nämlich der Montanindustrie, seitdem fördert sie die Arbeitsmigration in den verschiedensten Formen. Und das tut sie erweitert in vielen Formen eben bis heute. Und dazu hat sie ja auch zwei für die gesamten EU-Staaten geltende Gesetzesvorlagen entwickelt. Also in der Europäischen Union heißen die Richtlinien, die müssen dann in den Mitgliedstaaten in Gesetze umgewandelt werden. Und die beiden, die Arbeitsmigration systemisch fördernden, ausweitenden Richtlinien, ne, sind ja bekannt. Einmal die Entsenderichtlinie und einmal die Dienstleistungsrichtlinie. Und die sind ja beide darauf ausgerichtet, dass in der Praxis ja aus ärmeren Staaten Menschen, Arbeitsmigranten auf Zeit, also nicht für Dauer angestellt werden in den reicheren westlichen Gründungsstaaten der Europäischen Union, sondern auf Zeit vorübergehend entsandt werden. Das heißt, rechtlich ist es eine Entsendung, weil sozusagen der Entsender ist der jeweilige Staat, Rumänien, Bulgarien und so weiter. Und das hat aber auch den Zusammenhang, weil die Europäische Union ja in ihrer Förderpolitik, zum Beispiel was Investitionen angeht, ja so arbeitet, dass vor allem die neuen osteuropäischen, ex-jugoslawischen, neuen Mitgliedstaaten volkswirtschaftlich unterentwickelt bleiben. Also die Europäische Union, die achtet gar nicht darauf, dass die Investitionen, die man dort ja auch mit Beihilfen fördert, westlicher Investoren, Autokonzerne und so weiter, dass die zu einer volkswirtschaftlichen Gesamtentwicklung, zur Hebung des gesamten Wohlstands, zur Entwicklung von Arbeitsplätzen für alle und so weiter beitragen, sondern es wird von vornherein eine selektive Investitionspolitik gemacht, sodass also die armen Staaten sich volkswirtschaftlich nie entwickeln können und immer ein auf Dauer ein Reservoir für arme Menschen bleiben, die dann eben gezielt durch viele Maßnahmen der Europäischen Union, auch durch viele Agenturen, die die Europäische Union auf diesem Gebiet betreibt. Ja, ich habe das mal nachgezählt, es sind ungefähr 6 Agenturen, die die Europäische Union eingerichtet hat mit vielen tausend Mitarbeitern, die nur
dafür arbeiten, dass die Arbeitsmigration in den europäischen Staaten flächendeckend durchgezogen wird. Ja, der europäische Staat finanziert nicht nur diese Agenturen, er schmiert nicht nur die Migration, sondern er agiert auch zur Absicherung der Herrschaftsverhältnisse mit Softpower, also der Europäische Sozialfonds, der auch erhebliche Ausmaße hat, finanziert Projekte wie faire Mobilität, die sich dann unter der Ägide des DGB verbreiten. Bemerkenswert fand ich, dass in dieser Gesetzesvorlage dieses Projekt faire Mobilität sogar explizit genannt wird. Was hat es damit auf sich? Welche Rolle spielt die EU dort? Und wie ist es in den Gesamtkontext einzufügen und bewerten? Die Europäische Union, wie du schon gesagt hast, unterhält ja einen milliardenschweren sogenannten Sozialfonds, Europäischer Sozialfonds. Und da wird eben mit vielen Milliarden an Geldern eine Unmasse an Tausenden von Initiativen auf dem sozialen und Arbeitsbereich, kulturellen Bereich gefördert für einzelne, im Prinzip vielleicht gute Projekte. Und ein großer Teil des Geldes geht auch an Gewerkschaften und gewerkschaftliche Initiativen in den Mitgliedstaaten. Und zur sozusagen Absicherung der Arbeitsmigration gibt es das Projekt Faire Mobilität. Also schon der Begriff fair ist natürlich rechtlich diffus und zeigt schon, hier geht es nicht nach konkreten arbeitsrechtlichen Standards, etwa der Internationalen Arbeitsorganisation oder etwa nach den in Deutschland geltenden Gesetzen, etwa für die Leiharbeit mit Equal Pay und so weiter, sondern irgendwie faire Mobilität. Und auch Mobilität ist hier ein diffuser Begriff. Mobilität bedeutet konkret Wanderarbeit aus den armen Staaten in die reichen Staaten. Und dieses Projekt, an dem der DGB mit 9 Beratungsstellen, die über die Bundesrepublik verteilt sind, finanziert wird. Da geht es darum, dass Wanderarbeiter auch in der Fleischindustrie sozusagen beraten werden sollen über ihre Rechte. Aber an der Situation, an der Jahre- und jahrzehntelangen Situation der Tausenden von Werksvertragsarbeitern, die um Lohnbestandteile, um Rechte und so weiter betrogen worden sind oder die bekanntlich abgezockt worden sind mit Wuchermiete und so. Daran hat diese jahrelange Beratung durch die neuen Projekte der fairen Mobilität des DGB, finanziert von der Europäischen Union, überhaupt nichts geändert. Ja, ich würde das aus unserer Praxis hier im Kölner Büro auch bestätigen. Wir haben teilweise auch gute Kontakte zu einzelnen Leuten bei faire Mobilität. Das würde ich so durchgängig nicht sagen. Also auf jeden Fall beraten sie Leute vor Arbeitsgerichten, aber sie haben dieselbe Stoßrichtung wie die Arbeitsgerichte, nämlich die Betrachtung des Konflikts als individuellen Konflikt, als dein eigener Konflikt mit als freier Arbeiter sozusagen, eine völlige Chimäre, mit dem Unternehmer, als wären das zwei gleichberechtigte Vertragspartner. Und dann geht es eben darum, Lohnnachzahlungen zu erhalten oder Abfindungen oder sowas. Der Punkt, wo über den solche EU-geförderten Projekte, und da würde ich mal sagen, das ist also die Regel, die Faustregel, nie springen, ist erstens Systemkritik, also das Ganze eben systematisch zu sehen. Zweitens halt die konkrete Kritik an kriminellen Unternehmern, die dann auch in konkreten Strafanzeigen münden müsste, also das Nachverfolgen, das Bestrafen. Und wenn es dann eben nicht über juristische Ebene geht, muss man die Leute halt mit Rufschädigung bestrafen, mit öffentlichen Aktionen. Und ganz entscheidender Punkt ist, wo sie dann überhaupt nicht mitmachen, das kann man also wirklich sagen, ist kollektive Aktion. Wir haben ja immer versucht, Arbeitsgerichtsprozesse zu verbinden mit öffentlichem Protest, dass wir also dann, wenn es um das Interkonti Düsseldorf und nicht gezahlten Lohn geht, dann auch vor das Interkonti gezogen sind,
Anschluss des Protestes. Also das muss man beides miteinander verbinden, meines Erachtens, auch um den Prozess positiv zu gestalten und der Arbeitsrichterin dort zu signalisieren, da ist öffentliches Interesse und jetzt bemühe dich mal. Aber das ist dann eben nicht mehr in dem Aufgabenbereich solcher Projekte. Da zucken sie dann zurück, verweigern mitunter sogar die Zusammenarbeit. Ja, selbst da, wo es um konkreten Betrug geht, da schreiten diese DGB-Beratungsstellen nicht ein. Also wir wissen seit langem, dass diese sogenannten Werksverträge eigentlich eine betrügerische Konstruktion sind, in diesem Falle jedenfalls bei der Fleischindustrie, weil es im Kern Leiharbeitsverträge sind. Die Werkvertragsfirmen verfügen nicht über das Know-how, wie man Schweine schlachtet und so weiter. Sie haben keine Geräte, sie geben keine Anwalt. Alles eigentlich bekannt. Aber der DGB, der ja durch die Beratungsstellen und durch die konkrete Beratung ja einen ziemlichen Einblick hat, der hat diese Betrugskonstruktion, diese durchgängige, jahrzehntelange Betrugskonstruktion niemals als solche wenigstens angebracht. Was müsste geschehen, um die Verhältnisse grundlegend zu ändern, wenn wir jetzt der Regierung Unglaubwürdigkeit bis hin zu Heuchelei oder gar Verlogenheit vorwerfen, wie du es jetzt in einem Artikel auf den Nachdenkseiten tust? Aber was müsste geschehen, um die Verhältnisse grundlegend zu ändern, jetzt mal auf einer realistischen Perspektive, die auch in irgendwie im Horizont, sagen wir mal, der SPD noch liegen könnte? Diesen Horizont, den verlasse ich jetzt mal und meine, dass der Öffentlichkeit und auch den Fleischkonsumenten im Wesentlichen bisher leider nicht bekannte gesamte sozusagen Betroffenheitskette, die müsste mal aufgeschlüsselt werden und mit Maßnahmen sehen werden, die mit der Fleischproduktion, mit dem Fleischschlachten, Zerlegen und mit dem Verkaufen zusammenhängen. Nämlich bekannt, das ist ja ein bisschen bekannt, es ist die Tiermast, die Schweinemast in diesem Sinne auch. Und die ist ja schon mit einer enormen Umweltbelastung verbunden, Stichwort Gülle. Und da ist ja auch die Bundesrepublik Deutschland als zentraler Schlachtort in Europa ja immer noch der Verletzer der an sich ja auch noch nicht sehr strengen europäischen Gülle-Richtlinie. Das heißt also die Verseuchung des Grundwassers, das ist ein Punkt, den man aufgreifen muss. Ich will nur sagen, ne, diese Fleischproduktion, die ist so tief, so viel verankert, sozusagen auf so vielen Wegen in der, im Kreislauf der Gesellschaft verankert, auch im Naturkreislauf, im Wasserkreislauf, im Grundwasserkreislauf, im Energiekreislauf. Ne, wir haben jetzt noch gar nicht davon gesprochen, was sich tun würde, wenn die Arbeiter ordentlich bezahlt würden und so weiter. Ne? Und also wenn man diesen ganzen Kreislauf durchforstet und überall da für Recht und Ordnung sorgen würde, ne, dann würde ein großer Teil dieser Attraktion und auch dieser Billigkeit von Fleisch und Fleischprodukten und wirkender Würstchen im Glas wie von Tönnies, das würde zurückgehen, ganz automatisch, und das wäre gut so. Was kann jeder und jede Einzelne tun, um einen Beitrag zu leisten? Ich möchte mal mit mir anfangen. Also ich habe meinen Fleischkonsum erheblich eingeschränkt oder sagen wir mal konzentriert auf bewussten Genuss von einem Hühnchen vielleicht einmal die Woche oder so. Aber dieses tägliche und nebenbei Fleischgefresse habe ich sein gelassen. Was auch zu tun hat eben mit den Zusammenhängen, die wir gerade beschreiben, und auch so simplem Ekel.
der mich da überfiel und ich meide also Schweinefleisch weitgehend. Das ist also ein individueller Beitrag und ich würde jetzt keine individuelle Enthaltsamkeit predigen aus moralischen Gründen. Ich glaube, es ist auch gesund, das einzuschränken, also dass täglicher Fleischkonsum schlichtweg ungesund ist. Jetzt nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch für deine eigenen Knochen, apropos Gicht und sowas alles. Das wäre also meines Erachtens ein Beitrag, bewussterer Fleischkonsum, bewussterer Gang durch den Supermarkt, sich anzugucken, also dann, dass man eben keine Tönnies-Produkte mehr verwendet, was allerdings schwer ist, weil Tönnies im Grunde so ein Superunternehmer ist, der liefert an andere Fleischproduzenten das Rohmaterial. Man weiß mittlerweile gar nicht mehr, wo das überall drin ist. Auf einer politischen Ebene fällt es mir allerdings gar nicht so leicht. Was kann ich als Einzelner oder unsere Zuhörer als Einzelne tun? Ja, was der Einzelne tun kann, der Einzelne muss sich organisieren und muss eben solche Initiativen, an denen wir jetzt hier zum Beispiel mitmachen, in dieser großen Koalition, die gesamte sozusagen Lieferherstellungskette der Fleischindustrie untersucht und aufschlüsselt, die na, also nur als Konsument jetzt irgendwie weniger kaufen, das glaube ich, das reicht. We'll be right back.